Ich mache seit 18 Jahren Urlaub in Apulien, unten in der Nähe von Porto Cesario, in der Nähe von Taranto, Gallipoli, an der Seite des Meeres. Vor allen Dingen deshalb, weil ich habe vor einigen Jahren Freunde kennengelernt, Priester. Da ist ein Bungalow mit 8 Zimmern, 4 Bädern, sag ich mal, relativ in Strandnähe, und da machen immer Priester Urlaub. Und für mich ist das sehr schön, weil ich da unter sehr einfachen Verhältnissen, auch es ist ein Selbstversorgerhaus, wir kochen also selber, Urlaub machen kann mit Mitbrüdern, wo wir auch zusammen beten, zusammen die Messe feiern jeden Tag, aber auch eben viel Spaß haben am Strand und inzwischen sich so eine Art Urlaubsgemeinde herausgebildet hat um uns herum mit vielen Familien und ich dann sonntags abends dort mit denen die Messe feiere zusammen. Das hat etwas ganz Familiäres, Wunderschönes und sehr, sehr Einfaches. Ja, also ich lese ehrlich gesagt nicht so ganz gerne Romane. Das ist nicht so meins. Aber meistens Literatur, die so ein bisschen in der Nähe dessen ist, was ich auch zu tun habe, manchmal auch tun muss. Aber zum Beispiel habe ich ein interessantes Buch hier, das habe ich neulich geschenkt bekommen. Wir haben einfach angefangen und es hat sich ausgebreitet. Die Geschichte, das Charisma und die Spiritualität der Fazenda da Esperanza. Das ist ein Camp für ehemals drogenabhängige Jugendliche. Die kommen da als Drogenabhängige hin, werden dort clean gemacht und lernen dort das Christentum kennen, lernen dort sich selber kennen und lernen dort einen ganz neuen Anfang in ihrem Leben zu setzen. Das haben wir ja bei uns in Mörmter am Niederrhein. Ich habe damals geholfen, dass ich diese Fazenda dort gründen konnte. Von Berlin aus. In Berlin gibt es eine große Fazenda der Esperanza und Papst Benedikt hat die in Brasilien besucht. Seitdem sind die so in aller Munde und dieses Buch ist mit vielen persönlichen Erfahrungen gespickt von Jugendlichen, die also drogenabhängig waren. Ich bin jetzt vor 2 Wochen noch dort gewesen und habe mit einem Berliner und einem aus Chemnitz gesprochen. Der eine war 15 Jahre drogenabhängig, der andere 4 Jahre und die jetzt beide so ein paar Jahre da leben und völlig neue Menschen geworden sind. Ich bin ja Musikliebhaber, klassische wie moderne Musik. Ich spiele Violoncello, ich spiele auch Gitarre, habe autodidaktisch schon ein bisschen Klavier gelernt und Kontrabass noch. Und ich singe natürlich sehr gerne. Singen haben wir immer schon getan in der Familie. Aber ich gehe gerne zum Beispiel auch mal in ein Konzert, sei es Oper, Operette, aber auch Musikkonzerte, musikalische Konzerte, auch moderne Musik, also spricht mich durchaus an. Oder ich gehe auch gerne mal ins Kino. Also wenn gute neue Kinofilme da sind, zum Beispiel von dem Format des Filmes Wie im Himmel oder so. Also es gibt ja ganz moderne Filme, die auch Sinnfragen stellen oder Lebensproblematiken erschließen, wenn die etwas ernsthafter sind.